Herzlich willkommen zu einer Live-Sendung von der Wiederaufführung. Ich bin der Christian und ich sitze hier ohne den Max. Das ist ein bisschen schade, der musste in Rostock bleiben. Der durfte jetzt nicht, wie ich, hier auf dem 34. Chaos Communication Kongress rumspringen. Das Schöne ist, ich mache das gar nicht alleine. Ich bin schon ein bisschen länger hier unterwegs mit der Maria. Hallo, schön, dass du da bist. Ja. Und was total schön ist, eben gerade trafen wir noch den Erik. Ja, hallo. Und das freut mich sehr, dass das geklappt hat. Das war so ein bisschen das Vorhaben. Ich bin jetzt hier sozusagen für eine Stunde auch als der Podcaster von der Wiederaufführung hier auf dem Kongress unterwegs. Ansonsten total privat und mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Aber habe mich schon so ein bisschen drauf gefreut. Vielleicht trifft man ja jemanden, der noch Lust hat, dazu zu kommen. Und schön, Erik, dass du das einfach machst. Ja, sehr gerne. Und jetzt würde ich doch mal kurz nochmal mich versuchen dran zu erinnern. Also das ist jetzt der zweite Tag vom Kongress und also ich bin hier um 3 Uhr nachts bin ich nach Hause getrottet, nachdem ich noch den Rohschnitt von einer coolen Dokumentation All Creatures Welcome geschaut habe. Maria, wann war denn für dich gestern Feierabend? Ich bin 2:30 losgefahren. Ich bin in eine sehr, sehr volle Bahn eingestiegen. Wir haben uns gegenseitig gehalten mit unseren Körpern. Sozusagen, es ging nicht, dass man umfallen konnte. Und vorher habe ich noch schön Chunk getrunken und mir noch so Computer-Art angeguckt, sag ich jetzt mal. Medienkunst, das war auch sehr schön. Cool. Umgespielt. Erik, warst du gestern schon da und wie lange hast du es ausgehalten? Ja, ich war gestern schon da. Die letzte Veranstaltung, die ich gestern mitgenommen habe, war Relativitätstheorie für blutige Anfänger. Da war das hat mich auch ein bisschen müde gemacht. Es war eine halbe Stunde für so einen sehr komplexen Punkt. Und danach musste ich dann auch nach Hause mich hier niederlegen, um das alles erstmal zu verarbeiten. Das heißt, relativ früh endete das gestern. Ja, den haben wir beide tatsächlich auch, Maria und ich auch gesehen. Und ich fand das schön, dass er schon angekündigt hat mit, also eine halbe Stunde, das wird ganz schön Druckbetankung. Ja. Da wusste der Speaker, wovon er redet. Und das hat mich aber auch heute Morgen noch ein bisschen beschäftigt. Also ich bin immer noch sozusagen auf der Suche nach dem Gefühl, was das bedeutet, wenn man jetzt die These ernst nimmt, dass nicht ich drücke auf die Erde, sondern die Erde drückt sich an mich. Das ist wirklich schön. So, wir machen hier alte Filme und meine Idee war, welche Filme haben wir vielleicht schon gesehen oder von denen schon mal gehört, die von unserer Gegenwart geträumt haben. Also ich finde das ja so faszinierend, dass es Science-Fiction natürlich sich auch fürs Film, fürs Kino total anbietet, sozusagen zu fantasieren, wo geht's hin mit der Menschheit, welche Abenteuer, welche Kriege, welche Wunder erleben wir. Und dann ist es ja immer ganz spannend, dass wir leben ja in so einer Zeit, in der so mancher Zukunftsfilm sozusagen schon in unserer Gegenwart angekommen ist. Und ich habe jetzt einfach noch sehr präsent, das wissen vielleicht auch die, die unseren Podcast Wiederführung ab und zu mal hören, da haben wir jetzt vor kurzem erst über 2001 gesprochen. Und das ist so ein Film, da ist es ja auch schon ein bisschen her, dass der sozusagen eingeholt worden ist von unserer Gegenwart. Und ich mag an dem sehr, dass mit einer großen Selbstverständlichkeit dort so hochkante Displays überall angebracht sind, man dort mit sprachgesteuerter Computertechnik sehr selbstverständlich kommuniziert und aber auch so ein bisschen argwöhnisch drauf schaut, was das wohl ist, wenn so eine Maschine irgendwie denkt oder vielleicht sogar fühlt. Das ist so mal so ein Film, an den ich mal dabei denken muss. Kommt dir das bekannt vor, Maria? Gibt es auch einen Film, wo du denkst, ja, das stimmt, der in dieser Zukunft, die dieser Film sich ausgedacht hat, in der leben wir schon längst? Na, teilweise schon. Also wir haben ja schon im Vorfeld ein kleines bisschen gequatscht und da ist es mit Minority Report schon so. Also es ist jetzt nicht, wir hantieren nicht mit Hologramm rum, aber natürlich gibt es auch Software, die, ich sag das jetzt mal ein bisschen allgemein, so quasi berechnet, wo die Polizei, wo es wahrscheinlicher ist, dass dort eingebrochen wird oder Kriminalität stattfindet und weshalb dort mehr Einsätze gefahren werden. Also ich würde sagen, einiges, was man dort kennt oder gesehen hat, ist tatsächlich auch schon teilweise da. Nicht wenig Vorträge hier auf dem Kongress machen einem ja auch das Gefühl, dass sehr viele Menschen in großer Verantwortung davon träumen, mit mehr Überwachung Dinge noch besser kontrollieren zu können. Ja. Das Spannende ist ja auch, diese Wesen, die beim Minority Report die Zukunft voraussagen können, diese präkognitiven, Precogs dort abgekürzt in dem Film. Das Spannende ist ja, dass ja aktuell auch eine Software existiert, die so einen ähnlich klingenden Namen hat. Precogs heißt die. Stimmt da. Von einem Oberhausener Unternehmen entwickelt. Ja. Am Institut für musterbasierte Prognosetechnik.
Und ich habe tatsächlich mal mit dem Entwickler auch sprechen können, ob er sich inspiriert gefühlt hat von diesem Film, weil ja, der Name klingt schon relativ ähnlich. Und er hat schon gesagt, ja, er hat immer noch nach einem Namen gesucht für seine Software. Ich habe ihn dann auch vor die Frage gestellt, haben Sie den Film auch bis zu Ende geguckt, weil so gut geht er nicht aus. Aber er hat tatsächlich diese Software entwickelt, er ist Soziologe von Beruf und fühlte sich inspiriert, nun eine Software zu entwickeln, um Verbrechen vorherzusagen. Ja. In seinem konkreten Fall Einbrüche. Ah, krass, genau, das meinte ich. Genau, das, ja. Kunst imitiert Leben und dann imitiert das Leben die Kunst gleich wieder und wir sehen überhaupt nicht mehr durch. Ich weiß ja nicht, also das ist ja hier, ich finde den Kongress immer einen schönen Ort, an dem irgendwie beides da ist. Also die Dystopie, die da drin steckt und natürlich auch die Freude über die Möglichkeiten, die da genauso drin stecken. Wie geht euch das jetzt gerade so, wenn ihr an sowas denkt? So, also gerade Pre-Cops hieß das auch noch, ne? Also, richtig, genau. Ja, ja. Hm. Also ich... Also jetzt, da muss ich jetzt gerade dran denken, weil wir sitzen jetzt hier auch in Leipzig, in Sachsen so, da wurde ja gerade sehr medienwirksam auch aufgerüstet. Ihr habt jetzt hier so einen schönen Panzer hier. Zwei, super, ja. An den komischen Schriftarten, mit denen dort Sachsen noch reingeritzt worden ist, wird noch gearbeitet. Aber also ich empfinde sozusagen überwiegend eher, also habe so ein bedrohliches Gefühl so. Ich würde mich ja freuen, wenn ich damit jetzt vielleicht gerade nicht in guter Gesellschaft bin und ihr euch schon total darauf freut, was alles in Zukunft noch geht und das Leben wird sicherer. Aber diese Filme erzählen eigentlich wenig davon, dass das Leben sicherer wird mit mehr Überwachung, oder? Ja, genau. Also überhaupt, also meistens ist es immer, ich kann mich, glaube ich, kaum noch an einen Film erinnern, der das sozusagen positiv dargestellt hat, höchstens Her. Aber letztendlich waren die Leute ja dann auch total abhängig, beziehungstechnisch. Aber ich fand ganz spannend, wir haben ja gestern einen Vortrag gesehen, das war der letzte, den wir gesehen haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Titel des Vortrags war, aber sozusagen ein Claim war, man sollte nicht Angst haben vor der Technik oder vor der künstlichen Intelligenz, sondern eher die Unternehmen, die diese künstliche Intelligenz benutzen für etwas sozusagen. Also ist das nicht eigentlich die Angst, die daher herrührt? Sagen, was kann man damit Schlimmes anstellen quasi und nicht die Technik an sich selbst quasi. Rainer Rehack hat erzählt über die göttliche Informatik. Genau. Mit ihren Allmachtsfantasien. Ja. Ja, wie geht dir das? Ja, es hängt halt auch eng mit diesem Begriff der Utopie oder Dystopie halt auch zusammen, gerade wenn es um Technik geht, um diese Vorstellung. Spannend finde ich ja bei dem Thema vor allem, welche Sachen einem eigentlich nicht mehr auffallen. Bei so bestimmten Filmen, die eine Zukunftsvision entwickeln für unsere Zeit, aber schon 50 oder 60 Jahre alt sind. Zum Beispiel, wenn man ganz weit zurückgeht zu Metropolis beispielsweise, 90 Jahre alter Film. Jedes Mal, wenn ich in die U-Bahn steige in Berlin, kann man dran denken, an diese Szenen, dass die Personen dort auf die Treppe gehen, Massen die Treppe hoch und runter gehen. Das ist ja so ein ganz, ganz typischer Metropolis-Claim. Und das erlebt man jetzt tagtäglich in den Großstädten. Und das ist natürlich auch spannend. Spannend auch in der Auseinandersetzung, wie Fritz Lang eigentlich darauf gekommen ist. Da er tatsächlich schon New York besucht hat, Amerika besucht hat und da diese Einflüsse mitgenommen hat. Ja, ich frage mich so mal, also ich erlebe das an mir selber, dass mich immer diese ganz großen Großstädte, das zieht mich auch wirklich an. Ja, es gibt, ich gucke in den Filmen wie Blade Runner, meine jetzt erstmal vor allem den von 1982, wirklich auch mit großer Faszination, obwohl ich ja eigentlich Abgründe vor mir sehe. Und ich denke gerade so, ich glaube, wenn ich jetzt in New York rumlaufe, wird dieses ganze Abziehbild, das sich sozusagen aus Kinofilmen, aus Hollywoodfilmen in meinem Kopf entwickelt hat, das wird sich, glaube ich, ganz schön stoßen an der Realität, die ich davor finde. Das ist eigentlich kurios. Und genau, also so dieses sich reinquetschen in die U-Bahn. Ich frage mich gerade, das ist ja schon... Ich weiß gar nicht, wie das New York aussah in der Zeit, in der Fritz Lang das besucht hat, so, aber offenbar schon recht ähnlich. Ja, ich merke ich gerade. Klar, die Hochhäuser, die gab es schon vereinzelt. Ja. Das kann man dann in Metropolis dann schon widerspiegeln. Wenn man bedenkt, es ist ein deutscher Film und in dieser Form gab es keine einzige Stadt, die dort dargestellt wurde. Ja, stimmt. Aber es ist schon die Weiterentwicklung, ja. Und ja, auf jeden Fall die Lust sozusagen an immer mehr, an immer neuen Ebenen. Man muss ja nicht nur auf der Straße fahren, man kann ja sich auch in den Lüften bewegen. Jetzt überlege ich gerade, was sozusagen in Metropolis steckt auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich auch sozusagen, umso höher die Häuser werden, umso größer wird auch da wieder die soziale Schere. Ne? Also das ist einfach, es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die da sozusagen herhalten müssen dafür, dass wenige in so hoch und so gut und so luxuriös leben können. Das ist, glaube ich, wäre so
so ein bisschen so die Moral der Geschichte in Metropolis, dass das ja vielleicht irgendwie ungesund ist. Ich finde es irgendwie ganz interessant, dass das im Blade Runner ist, das ist ambivalenter so, ne? Da ist das alles irgendwie so mehr so durchmischt. Also ich finde, man kann, also Blade Runner zum Beispiel gucke ich abwechselnd fasziniert und angewidert zugleich. So, also da gibt's, also der ist jetzt, ich habe nicht das Gefühl, dass der Film jetzt explizit eine Dystopie ist, weil der steckt ja sozusagen gerade auch in der möglicherweise Liebe zwischen Replikanten, Robotern oder Mensch und Roboter, steckt ja auch viel Romantik drin. Ist ja kein Film, der warnt davor, dass sich Mensch mit Technik einlässt. Das stimmt. Ja, ich hing jetzt noch gerade so ein bisschen fest daran, dass sozusagen diese gesellschaftliche Schere in der Hinsicht nicht zu sehen ist, weil der obere Teil der Menschheit, die es sich leisten können, ja gar nicht mehr auf der Erde leben sozusagen. Wir sehen eigentlich nur noch einen gewissen Teil der Gesellschaft, der sich nicht leisten kann, von der Erde abzuhauen. Stimmt, das ist ja mal die Offshore-Worlds oder so, die genau. Mal angekündigt werden, ja. Also, oder die krank sind, ne? So wie der, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt, aber der... ich glaube auch irgendwie so die künstliche Intelligenz der Androiden erstellt hat, der hat so eine Krankheit, weshalb er auch nicht von der Erde flüchten kann. Genau. Also eigentlich ist das ist so das Moloch, die Erde, wo alle zurückbleiben, die es sich entweder nicht leisten können oder körperlich nicht in der Lage sind, die Erde zu verlassen. Und da, ja. Und aus diesem Antrieb heraus Dinge entwickeln, die sozusagen die menschlichen Schwächen überwinden. So. Das ist ja auch was mich hier auch immer so fasziniert, wenn ich sozusagen hier auf die ich meine das wirklich liebevoll, die Hacker- und Nerd-Mentalität hier treffe, geht es ja auch immer so drum, was kann man noch irgendwie so rausholen, was kann man noch optimieren, was geht noch so, Food-Hacking, Bio-Hacking. Das ist ja auch vor allem eine Utopie, die hier auch gelebt wird. Das ist ja auch der große Kontrast zu den Filmen, die jetzt bisher besprochen wurden. Ja. Ne? Wir reagieren so schnell auf die Dystopien, auf die, die auch so ein bisschen zynisch oder melancholisch sind, wie zum Beispiel Blade Runner. Das spricht uns heute alles viel, viel besser an. Dabei gab es ja auch gerade in den 50er oder 60er Jahren Filme, die eine unglaubliche Utopie auch aufgemacht haben, auf die wir jetzt in der Rückschau gar nicht mehr so richtig schauen. Gerade wenn man zum Beispiel Star Trek nimmt, klar gab es da auch Reboots in letzter Zeit, aber das waren natürlich dann auch Filme, wo man sagt, okay, hier ist schon das dystopische Element wurde ausgebaut. Ja. Und da ist natürlich hier der CCC natürlich ein großer Kontrast zu all diesen Dystopien, über die wir jetzt bisher gesprochen haben. Ja, das ist ganz schön, dass du Star Trek mal kurz mit aufbringst, weil das ist bei mir mal so ein bisschen ein blinder Fleck. Also meine Jugend sah sozusagen so aus, dass ich ein bisschen immer nicht genau damals verstanden habe, was jetzt meine Freunde an Star Trek fanden. Star Wars war doch cooler. So. Heute sehe ich gar nicht mehr, das spielt sich für mich gar nicht mehr gegenseitig aus. Das sind einfach ganz, also sind gar nicht so unterschiedliche Betrachtungsweisen, wenn man auf bestimmte Sachen achtet. Aber genau, dieses Star Trek-Universum so auch als, also es ist mir mal aufgefallen, dass ich alte Folgen von der allerersten Serie, 60er Jahre sind wir dann da, ja, gesehen habe, war ich auch total baff davon, wie wichtig denen das war, also so Ideen für moderne Gesellschaften immer wieder auch mal durchzuspielen. Also jeder Planet war ja eigentlich oft sozusagen eine neue Versuchsanordnung, ne? Also wie können Menschen miteinander leben? So habe ich das grob in Erinnerung, ohne mich an was Bestimmtes zu erinnern. Gibt es einen konkreten Star Trek-Film oder eine Folge, die dir gerade so in den Sinn kommt, wo du das irgendwie siehst? Es ist generell die erste Fernsehstaffel von Star Trek. Das ist so unglaublich naiv, wenn man sich das heute anschaut. Nicht natürlich von den Effekten, das ist das erste Naiv, was einem auffällt. Aber das nächste ist tatsächlich so diese Vision. Man nimmt es gar nicht mehr so sehr an. Das ist spannend. Also in den 60er Jahren war das tatsächlich, konnte man sich das so vorstellen, hat man davon geträumt. Das war wirklich ein Traum einer Gesellschaft ohne Geld, ohne soziale Klassen, was beispielsweise Metropolis viele Jahre vorher ja noch aufgemacht oder auch viele Filme später dann wiederholt haben, findet sich in dieser Fernsehserie beispielsweise gar nicht. Und das ist spannend, dass bestimmte Science-Fiction-Filme, die Utopien sind, heute für uns nicht mehr funktionieren, weil wir sagen, ja, das kann ja in der Form ja gar nicht funktionieren. Das glaube ich auch nicht, dass das noch passiert. Das ist spannend. Das sagt auch einiges über unsere Zeit heute aus. Mhm. Und mir wird auch gerade nochmal klar, dass ja auch Star Trek auch schon sozusagen im Kernteam ja Diversität total lebt. Also das war doch schon auch in der Star Trek, also in der Fernsehserie auch so, dass es, da gab es natürlich genauso, also Menschen aller Herkünfte war geschlechtlich, glaube ich, mindestens eine Frau, erinnere ich mich gerade, vielleicht gab es sogar zwei. Also, das ist ja Uhura. Ja, ne? Ja, genau. Der erste Kuss zwischen einem Weißen und einem Schwarzen, das war in Star Trek. Genau. Und ich überlege nämlich gerade, dass
das gehört für mich, glaube ich, so ein bisschen immer so zum Schlüssel dazu, dass, also was braucht es denn, damit man das machen kann? Und das muss halt irgendwie von, also wenn man jetzt quasi als eine Gruppe von weißen, starken Männern irgendwie irgendwo hingeht und jetzt irgendwas mit Toleranz leben will, das ist so in sich irgendwie, ist vom Start her schon ein bisschen schwierig irgendwie. Und mir gerade klar, dass Star Trek quasi von Anbeginn schon, also das Team, das die Welten erkundet, diese Breite irgendwie hat. Das kommt nicht von ungefähr. Also man kann vielleicht bestimmte Dinge. Also ich gucke jetzt, meine Augen driften jetzt mich gerade die ganze Zeit immer so über den Kongress und ich sehe diese ganzen Mischungen aus, was immer so schön heißt, immer die, es ist für alle Lebensformen so, ne? Und das braucht es irgendwie. Ich glaube, man braucht irgendwie erstmal so ein, wenn der gemeinsame Start schon so ein vielfältiger ist, kann es von da aus vielfältig gehen. Gibt's, ja. Hast du Star Trek geguckt früher? Nicht viel, muss ich gestehen. Ja. Ich habe immer mal so, ja natürlich, kommen die ja tausendmal im Fernsehen und bin ich schon auch irgendwie damit groß geworden. Und dann kam irgendwann mal sozusagen diese neue Reihe und dann habe ich mir gedacht, ich gucke mir jetzt mal alle, also den ersten fünf fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, aber ich war sehr gut unterhalten. Guck mir jetzt mal alle alten an und dann, ja, der Erzählstil ist schon recht langsam, sag ich jetzt mal. Gerade der erste Teil mit diesem Satelliten, der dann irgendwie wieder zurückkommt und so seine eigene Mission verfolgt, aber die dann voll feindlich ist gegen die Menschheit. Also, oh, kommt mal zu Potter so irgendwie, ja. Aber ja, ich habe das jetzt nicht mehr so ganz. Das ist auch spannend, gerade dieser Wechsel, diesen ersten Film, Star Trek The Motion Picture, der rauskam und gleich danach Der Zorn des Khan. Finde ich auch spannend, wie sich innerhalb einer Reihe solche Zukunftsvorstellungen auch auf einmal komplett innerhalb von ein, zwei Jahren verändern können. Gerade dieser erste Star Trek Film, der unglaublich unmilitärisch ist. Ja. Da gibt es auch noch keine richtig klassischen Uniformen, so wie man das vielleicht heute kennt von Star Trek. Und in dem zweiten Teil, Der Zorn des Khan, ist es unglaublich militärisch, wirkt es wie U-Boot-Krieg im Weltall. Und das ist auch spannend, dass innerhalb so kurzer Zeit da eine Veränderung stattfindet und natürlich auch ausgerichtet wird am Kinopublikum der 80er Jahre. Mhm. Ja, ja. Das klang gerade auch so, als hättest du auch noch einen Gedanken dazu, wie das seit dem Reboot sich vielleicht auch verändert hat. Kannst du da was sagen? Weil da kenne ich mich jetzt wirklich gar nicht aus. Man sieht J.J. Abrams Version. Ja, genau. Ja. Ja, also der gefällt mir persönlich gar nicht, gerade weil diese ganzen philosophischen Fragen, die immer ganz zentral waren für Star Trek, sich da nicht wiederfinden. Ich fand gerade bei dem ersten Film, der auf so einer Action-Ebene durchaus noch Spaß macht, finde ich es unglaublich, wie sexistisch mitunter dieser Film ist, gerade in Gestalt von Captain Kirk. Der war natürlich immer auch schon vorher so ein Hau-drauf-Typ, aber da werden auch so Blicke generiert vom Zuschauer auf die verschiedenen Frauen dort, wo ich sage, ja, da war Star Trek in den 60ern in der Fernsehserie schon fünf Schritte weiter. Und sehe diesen Film eher auf so einer feministischen Betrachtungsweise eher als Rückschritt an. Warum das wohl so ist, das finde ich immer eine spannende Frage. Also in meiner naiven Weltsicht, ja, verstehe ich gar nicht, warum man sich nicht, wie man sich überhaupt auch nur in eine andere Richtung als vorwärts entwickeln kann. Ich weiß natürlich, ich habe auch schon bemerkt, dass das manchmal andersrum ist. Das ist schon kurios, ja. Okay. Ja, vielleicht doch mal ganz, ist eigentlich ein guter Ansatz, mal gerade zu gucken, welche Filme schauen optimistisch in unsere Zukunft. Muss man überlegen. Ja, ich merke, ich bin dicht dran an den dystopischen. Also während ihr vielleicht noch überlegt, muss ich nochmal von einem sehr dystopischen erzählen, den ich jetzt vor kurzem nochmal wieder geguckt habe, ist Eternal Sunshine of the Spotless Mind, also vergiss mein nicht, wenn die Figur von Jim Carrey sich sozusagen die Erinnerung an eine Beziehung ausradieren lässt und umgedreht. Das ist so eine Fantasie, wo ich denke, sobald das geht, werden Menschen das machen. Menschen werden denken, dass das eine sehr gute Idee ist, sich an unangenehme Dinge nie wieder zu erinnern. Also das machen wir ja jetzt schon ganz gut eigentlich manchmal und kriegen dadurch ganz schön Schwierigkeiten, wenn wir das bemerken. Wo werden optimistische Menschenbeziehungen, Gesellschaftssysteme dargestellt? 2001 ist es übrigens, ne? Es ist wirklich extrem optimistisch, was das angeht, wie Menschen dort, wie selbstverständlich in einem Film von 1968 fantasiert wird, dass Russen und Amerikaner gemeinsam sozusagen im Austausch sind. Im Detail gibt es allerdings auch da Misstrauen untereinander. Also es wird dann nicht weiter thematisiert. Aber das größte Problem schafft sich der Mensch dann eigentlich, indem er denkt, der nächste Evolutionsschritt ist, sozusagen, den bauen wir gleich selber. Der entwickelt sich nicht aus uns heraus, sondern den konstruieren wir, den löten wir zusammen. Und dann entscheidet der halt, der Mensch ist überflüssig, den schalte ich jetzt ab. Insofern ist es, ja, ist
ja, der hat beides. Der hat eigentlich die Dystopie und die Utopie beidermaßen drin. Das habe ich auch beim ersten Mal gucken tatsächlich auch gar nicht begriffen, dass das eigentlich dieses Revolutionäre auch ist, was du gerade besprochen hast. Dass hier Amerikaner und Russen zusammenarbeiten, auf einer Station sind, im Weltraum und zusammenarbeiten. Das sieht man ja dann bei Star Trek später auch. Chekhov ja, ist halt ein Charakter unter vielen, aber damals war das wirklich revolutionär. Das war der Feind, das war die Sowjetunion. Krieg, ja. Und die sind jetzt mit uns auf den Raumschiffen, das ist unglaublich. Es sind viele Sachen, die heute nicht mehr so funktionieren und die man nicht mehr bemerkt, aber die damals eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben. Also heute würde ich von Science-Fiction-Filmen erwarten, dass sie eine Welt zeigen, in der Amerikaner und Nordkoreaner gemeinsam miteinander in einer Raumstation arbeiten und nicht auf die Idee kommen, rote Knöpfe zu drücken. Ja, das Nachdenken. Ich gucke jetzt gerade nochmal auf meine Liste. Das stehen nur so grausige Filme wie Terminator 2, 1984, Soylent Green, Back to the Future steht da auch. Ist ja eigentlich eine also das, was wir da sehen im zweiten Teil von Zurück in die Zukunft, macht ja Lust auf mehr. Ist immerhin der Film der Hoverboards, wo wir alle immer noch ein bisschen sauer sind, dass die nicht gekommen sind bis jetzt. Oder vielleicht sind sie ja doch schon da. Also ich hab hier, es gibt einen, hier auf dem Kongress gibt es eine Übungsstrecke für Hoverboards. Allerdings haben die immer noch Räder und fahren auf dem Boden. Mhm. Ja, das ist eigentlich nichts, ne? Also weder positiv, ich würde sagen, einfach, es zeigt einfach nur, dass sich nicht wirklich was ändert in der Zukunft. Wie sie sind alle gleich, haben bloß mehr Technik oder können halt ein bisschen fliegen sozusagen, aber ansonsten... Ich meine, natürlich innerhalb der Handlung gibt es ja quasi auch noch die andere Welt. Es gibt da diese beiden Erzählstränge. Es gibt da die eine Welt, wo stimmt, alles cool ist. Stimmt, ja. Dann wird etwas an der Zeitstrahl manipuliert durch das Einwirken und dann gibt es auch noch das Gegenteil. Dann ist alles ganz furchtbar, dann gibt es eigentlich, ja... Ich will mich ja nicht wieder unbeliebt machen, ne? Aber ich fand den zweiten, habe ich schon mal erzählt, aber ich habe den ja irgendwann mal vor 2-3 Jahren gesehen, den zweiten Teil. Der ist so schlecht gemacht. Der ist so schlecht erzählt, wirklich. Also ich glaube, als Kind kann man das irgendwie besser zusammenbasteln, was da an Handlungssträngen einfach nicht überdacht wurde. Aber er ist wirklich ganz komisch erzählt. Also ich weiß nicht, auch für 12-Jährige gemacht oder so. Aber das geht mir so ähnlich. Ich bin halt noch sehr der, weiß ich nicht, 10, 11, 12-jährige Junge, der einfach dachte, geil, in die Zukunft mit Marty McFly. Also das war einfach, ich wollte das einfach haben. So. Und also ich kann den gar nicht so differenziert gucken. Wenn du das aber erzählst, wird mir klar, ja, deswegen bin ich jetzt auch gerade ganz vorsichtig, nochmal den Plot zu erzählen, weil der ist wirklich haarsträubend so. Genau, man vergisst das total. Und stimmt, es gibt diese schlechte Variante der Zukunft. Und je nachdem, wer sich durchgesetzt hat an der Macht, ist dementsprechend sieht die Zukunft aus. Immer das gleiche Bild mit den Menschen, mit denen, die viel Geld haben, die viel Macht haben. Wir sind auf dem Hacker-Kongress. Ich habe gerade jemanden mit Notebook hier vorbeigehen sehen und musste gerade an Wargames denken, Anfang der 80er Jahre rausgekommen. Das ist natürlich auch spannend, wie sich das Bild des Hackers ja auch verändert hat über diese Zukunftsvision. Wargames, quasi der Teenager, der aus dem Kinderzimmer heraus fast den Atomkrieg auslöst und die Eltern gar nicht verstehen, was ist da eigentlich los, was ist mit dem und wie sich das dann weiterentwickelt, ne? Bis hin dann zu Matrix, wo das dann eigentlich eine richtig coole Socke ist, ne? Und eben nicht mehr Teenager, nicht mehr naiv. Das Coole ist ja, dass Wargames ja quasi in seiner Gegenwart eigentlich spielt und, glaube ich, damals gut nutzen konnte, dass die Leute einfach schlicht keinen Plan hatten, was die Nerds damit machen, wenn sie den Telefonhörer da auf so ein Gerät drauflegen und da irgendwelche komischen Geräusche scheinbar Daten von A nach B transportieren. Ich habe immer das Gefühl, dass in Wargames Dinge möglich sind über diesen Kommunikationsweg, die vielleicht ein bisschen weit hergeholt waren damals, aber heute ist das durchaus denkbar oder schon längst. Klar. Ja, ich meine, also wie kann man, ich überlege gerade, wie der Film, der kommt ja sozusagen, also die Lösung liegt ja aber auch sozusagen in dem, was ich überlege gerade, wie kommt der Film raus aus der Nummer? Wargames, er bringt sozusagen Machine Learning, er bringt Jonah, oh, ich weiß nicht mehr, ich habe es vergessen, wie der Computer hieß, der hieß auf jeden Fall so wie der verstorbene Sohn des Wissenschaftlers. Und genau, der begreift das ja als Aufgabe, die er einfach löst, so, ne? Yeah. Also dieses nukleare Weltkrieg. Und dann spielt er aber mit, also der Protagonist mit ihm Tic-Tac-Toe. Und dann spielt der Computer das selber 1000 Mal durch und merkt quasi, dass er dass es keinen Sinn macht. Das ist immer unentschieden irgendwie. Also er kriegt dann selber quasi eine Quintessenz raus, es macht keinen Sinn zu spielen oder irgendwie.
man muss dieses Spiel aufhören. Es ist immer unentschieden, was auch immer. Also das ist irgendwie komisch, weil beim nuklearen Krieg wird es wahrscheinlich, naja gut, okay, dann doch, bomben sich beide zu und dann ist es irgendwie auch wie unentschieden. Also man kann es quasi nicht gewinnen im Sinne von, es gibt keinen richtig oder falsch. So, wenn man es schon spielt, genau. Ist es schon falsch. Ja, eigentlich. Genau. Also wenn man denkt, man gewinnt irgendwas. Ja, schön, Machine Learning. Also das ist ja wirklich ein Thema, zu dem mir ganz selten was Optimistisches einfällt. Da bin ich wirklich sehr auf der Seite von 2001, wo mit dem Schreckensbild von HAL 9000, also eine Maschine, die immer mehr lernt, ich finde auch das sehr schlüssig, die kann ja auf gar nichts anderes kommen, als den Menschen ganz schön unberechenbar und überflüssig finden. Also, oder? Also, mir geht das persönlich gar nicht so, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, in einer Welt zu leben, in der ich einer Maschine menschliches Leben anvertraue. Denn das ist ja das Bild in 2001, die Leute, die da eingefroren sind. Da gibt es übrigens einen Film, da steht gar nicht drauf, ich weiß, aber da spielt, glaube ich, auch eher in der Vergangenheit. Ich glaube, der heißt Projekt Colossus oder sowas. Und da geht es darum, dass die Amerikaner einen Computer gebaut haben, einen sehr großen, der selbstständig denkt und dann anfängt, weil die Russen haben das auch gemacht, sich mit deren Computer zu verknüpfen. Und der amerikanische Computer kommt irgendwann auf die Idee, die Menschheit an sich ist eine Gefahr für sich selbst. Und sie darf nicht mehr eigenständig handeln, sondern sie muss eingesperrt werden und auch die ganze Zeit beobachtet werden, hat dann überall Kameras und so weiter und versucht dann irgendwie auch noch den Wissenschaftler und eine Frau zusammenzubringen, damit die miteinander schlafen, weil die müssen ja irgendwie auch noch Kinder erzeugen und sowas. Dann sind die total unterjocht und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, der endet ziemlich dystopisch. Aber das fand ich irgendwie ganz spannend, dass der Computer dann irgendwann gemerkt hat, nee, die Menschheit, die kriegt's nicht hin. Wir müssen ein Diktator sein, das brauchen sie irgendwie. Ja, in unseren blauen Stunden denken wir das ja vielleicht alle manchmal für einen Moment. Das wird doch nichts mehr. Ja, ist ein anderes Ergebnis von Machine Learning. So. Auf jeden Fall, ja. Ich empfand die Roboter und gerade auch Androiden, dann später bei Blade Runner, aber auch HAL 9000 immer als die spannenderen Persönlichkeiten in solchen Filmen. Ja. Gerade HAL 9000 eher als so eine eher tragische Figur auch tatsächlich. Ja, schön. Das und auch später dann auch die Androiden bei Blade Runner, die so eine Art Fortentwicklung, Weiterentwicklung des Menschseins darstellen, waren für mich eigentlich die empathischen Wesen. Und die eben nicht nur einfach so durch die Welt stolpern, sondern sich tatsächlich mit ihr auseinandersetzen und darüber nachdenken, wie man nun zu einem neuen Punkt eigentlich kommt. Also wenn wir können, glaube ich, da im Blade Runner das, glaube ich, ganz gut machen. Bei HAL 9000 weiß ich nicht, ob ich da die Nähe von Empathie komme, obwohl ich da auch, also es gibt immer diesen Moment, wenn sein Gedächtnis Stück für Stück abgeschaltet wird zum Schluss, das irgendwie bewegt das dann doch so, obwohl man ja eigentlich irgendwie froh ist, dass man das Vieh jetzt, das Vieh, also es hat sich ja schon so was materialisiert, was sehr bedrohlich wird, dann ist das ja irgendwie auch was Schönes. Aber tatsächlich, also wenn wir Blade Runner nehmen, also unabhängig jetzt davon, wer jetzt wie, Achtung Spoiler, das machen wir bei Wiederaufführung immer, wir erzählen immer, was zum Schluss passiert, obwohl das bei Blade Runner ja ernsthaft keiner von sich in Anspruch nehmen kann, er wüsste jetzt genau was, wie, wer jetzt was ist. Aber mindestens wissen wir ja drum, dass die Frau, in die sich Harrison Ford, Lieutenant Deckard, verliebt, ist eine Replikantin. Und für die habe ich tatsächlich auch alle Gefühle, die ich gegenüber einem Menschen habe. Also ich habe auch so die Idee, oder das ist auch das, was mich am Blade Runner bewegt, was mich auch freut, dass die Fortsetzung das auch wieder aufgreift. Ja, in dieser Welt, die dort erzählt wird, haben wir es also geschafft, künstlich Lebewesen zu erzeugen, die all das, also die diesen Mindest, also die so viel sind, dass wir nicht einfach, wir können die jetzt nicht mehr unterjochen oder denken, wir bestimmen die alle fremd, weil wir haben sie ja erzeugt. Wir haben es geschafft, irgendwie diesen Evolutionsschritt künstlich zu machen. Und jetzt haben wir eine Verantwortung für diese Lebewesen. So, also das, so geht mir das so. Also das ist ja auch das, was, das ist für mich der schöne Moment am Ende von Blade Runner, wenn Harrison Ford diese Verantwortung auch nimmt. Natürlich liebt er dieses Wesen auch noch, aber es ist auch so ein bisschen so, also der sie sonst alle gerichtet hat, so, der zieht jetzt los. Ist natürlich auch eine unglaubliche Hybris, ne? Dass dann die Menschen sagen, okay, wir haben es geschaffen, jetzt fühlen wir uns natürlich auch verantwortlich. Ich habe den Film tatsächlich dann auch immer so begriffen, dass die das auch gar nicht mehr brauchten tatsächlich. Dass die Replikanten gesagt haben, lass mal gut sein, brauchen wir nicht, wir emanzipieren uns. Gut, und Gehauer würde dir zustimmen, na klar, ja. Ja, nee. Ja. Ja, so würde ich das auch sehen. Also, und das Tragische ist ja sozusagen bei Rachel dann, also die Frauen, die sich Harrison Ford verliebt, dass sie mega tragisch ist, tragisch empfindet, dass die Erinnerungen, die sie bekommen hat und die sie eben deshalb bekommen hat, damit sie sich mehr als Mensch fühlt quasi, um dann noch besser, was auch immer, funktionieren zu können für die Menschheit, dass das nicht ihre eigenen Erinnerungen sind. Und was macht ein Mensch oder was macht dann ein Wesen aus sozusagen? Also
wann hat es dann ein Anrecht darauf, eine eigene Identität zu haben und Ziele zu haben, einen Weg, seinen eigenen Weg zu gehen, sozusagen, ohne dass jemand anderes sozusagen verantwortlich für dieses Wesen ist. Sozusagen. Das ist eigentlich ganz schön, was da auch immer drin steckt. Bei der Gelegenheit muss ich auch wieder daran denken, dass Rachel ja auch wirklich zu keinem Zeitpunkt eine Wahl hat. Harrison Ford drängt sich ja auch wirklich förmlich auf. Das ist, finde ich, es ist sehr keine schöne Liebesszene. Ich habe es gerade erst wieder gesehen. Ist es klar, dass ich schon wieder von Romantik rede, was mit Vergewaltigung beginnt, oder? Also was das, also das ist schon heftig. So, jetzt. Das Wesen weiß gar nicht genau, was der sag, jetzt will. Sag, du willst nicht. Ja, genau. Und dazu kommt das Saxophon auf der Filmmusik. Ja, das ist wirklich heftig. Das darf nicht fehlen in den 80ern. Ja, aber ich meine, ja, wenn das eine Liebesszene wäre, wäre das ja vielleicht auch auf eine kitschige Weise okay, aber die Frage ist doch, was erzählt mir das jetzt gerade? Also ich finde es jedenfalls eine ganz schön ambivalente Szene. Und manchmal denke ich auch, habt ihr darüber nicht nachgedacht, dass das gerade so aussieht wie man nimmt sich, Punkt. Nö, ich glaube, da hat man sich nicht gedacht. Waren auch die 80er, ja? Ja, wenn man so Ridley Scott kennt, würde ich sagen, hätte sich da eher weniger Gedanken gemacht, als das Drumherum und sozusagen diese visuelle Welt und was das irgendwie aus, was das für eine Atmosphäre hat, quasi. Also ja, laut dem Bonusmaterial, ja, so kam das irgendwie. Ja, weitere, also in meinem Kopf hört das übrigens noch gar nicht auf. Also ich bin immer noch am Wühlen. Ich habe jetzt gerade an, das hast du gar nicht bei dir in deiner Liste gehabt, an Moon gedacht, aber ich weiß auch gar nicht, wann der genau spielt, aber da wird ja sozusagen auch wieder dieses Thema aufgegriffen. Ja, sozusagen, wenn ein Mensch nicht Besitzer vielleicht sozusagen seiner Erinnerung, also der eigentliche Originalbesitzer seiner Erinnerung ist, was für eine Wertigkeit hat dann sein Leben oder hat er überhaupt, also hat er ein Anrecht auf sein Leben und genau, also wer den Film halt nicht gesehen hat, es geht darum, dass ein Arbeiter auf dem Mond ist und quasi eigentlich nur zum Überwachen oder Kontrollieren ist, dass Maschinen, die automatisch laufen und quasi den Mond beackern und irgendwelche Erze oder was auch immer da fördern, ordentlich laufen. Der hat so einen 3-Jahres-Vertrag und zwischendrin telefoniert er auch immer mit seiner Frau und seiner Tochter und freut sich sozusagen eigentlich nur auf diesen Tag, wo diese 3 Jahre vorbei sind, um dann nach Hause fahren zu können. Und dann passiert ein Unfall und das ist sozusagen der Startpunkt in diese Geschichte rein. Denn auf einmal taucht ein zweites Ich von ihm auf. So. Und dieses zweite Ich hat sozusagen auch eine eigene Erinnerung und fragt sich, warum sind wir jetzt hier eigentlich zu zweit? Sozusagen. Und dann, naja. Ich persönlich finde das die entscheidende Frage. Also wenn ich jemandem begegnen würde, der alle das gleiche Hauch hat wie ich, dann stelle ich mir ja die Frage, hat er jetzt die Erinnerung gehabt und ich bin nur die Kopie? Oder, also ich stehe schon auf Einzigartigkeit. Nicht, weil ich selber mich so wichtig finde, aber weil ich das gerne brauche fürs gute Miteinander, dass wir unterschiedlich sind. Ich bin da ganz froh. Also ich mein Ziel wäre nicht, noch so eine Kopie von mir zu haben. Wäre jetzt auch nicht meine Fantasie sozusagen als Familie so. Aber müsste ich jetzt mal mehr mit Leuten reden, die Kinder haben. So oft, wie oft einen doch manchmal beschleicht, dass man da gerade eine kleine Kopie von sich gefertigt hat. Und wenn ich mich richtig erinnere an den Film, dann ist er, Spoiler, auch nicht die Nummer 2, sondern tatsächlich 176. Oh, und es ist Wahnsinn, das ist vielleicht auch diese Brücke zum Thema Blade Runner, der Mensch wieder als Statist in seiner eigenen Geschichte, wenn man bedenkt, dass er 176 ist und nicht die Nummer 1. Warum haben wir so eine Idee? Was lässt denn auf die Idee kommen, dass man Leben künstlich erschafft? So, ich meine, läuft doch ganz gut eigentlich, oder so? Menschliche Reproduktion ist doch relativ zuverlässig. In allen Lebenslagen scheinen wir uns immer noch vermehren zu können. Ja, gibt ein paar Komplikationen manchmal auf dem Weg. Ja. Ist eine gute Frage, keine Ahnung. Also genauso könnte man sich, also es lässt sich vielleicht leichter darstellen im Film. Ja. Als ein Roboter, der alles gut kann. Nein, nee. Aber genauso ist es ja bei den Replikanten. Man könnte ja genauso fragen, warum macht man sich jetzt so einen riesen Aufwand und stellt Menschen künstlich her und dann müssen die noch in Erinnerung haben und dann sind sie total unkontrollierbar und machen irgendwelche terroristischen Anschläge, damit sie sozusagen ihr eigenes Leben haben. Warum nimmt man nicht irgendwelche krassen Roboter, die das möglicherweise besser können und nicht aussehen müssen wie ein Mensch oder so oder irgendwie 4 Extremitäten haben? Das, also letztendlich sind die alle ja nur da und genauso wie bei Moon Sklaverei, also das, die Dinge zu machen, wofür die Menschheit sich zu fein ist oder wo es eben zu psychisch zu stressig ist, eben wenn man 3 Jahre auf dem Mond alleine lebt oder sowas. Also all diese
unechten Menschen Duplikate sozusagen, was auch immer, klonen sollen, genau das machen, worauf man vielleicht keinen Bock mehr hat sozusagen. Ich meine, den Teil verstehe ich ja total gut. Das ist ja die Gegenwart, in der wir jetzt quasi immer mehr ankommen, in der sozusagen körperliche Arbeit immer weniger wichtig ist, dass das von Menschen gemacht wird. Das können wir immer mehr Roboter machen. Das ist total geil. Also das finde ich auch, habe ich überhaupt nichts gegen so. Aber vielleicht sind wir dann verdammt dazu, dass Roboter trotzdem immer menschenähnlich werden. Also ich bin ja auch fasziniert von meinem Sprachassistenten und mache mir manchmal den Spaß. Manchmal ist es auch unheimlich, weil ich vergessen habe, dass der weiß, wer meine Mutter ist. Ich habe manchmal den Eindruck, man hat so die Utopien durch, gerade so 50er, 60er Jahre. Ja. Wir haben über Star Trek gesprochen und über 2001. Dann haben wir die ganzen Dystopien erlebt, die Melancholie dann später bei Blade Runner. Und jetzt habe ich manchmal den Eindruck, okay, jetzt haben wir sozusagen die philosophischen Fragen alle mal aufgeworfen, haben sie alle mal angeschnitten und jetzt versuchen wir vielleicht mal so eine Weiterentwicklung. Und die kann eigentlich nur beim Menschen ansetzen. Mir fällt gerade ein, also eine entscheidende philosophische Frage steckt ja noch drin, und die ist ja interessant auch bei Blade Runner, wegen dem Verfallsdatum der Replikanten. Einen menschlichen Makel haben, also der Mensch hat ja so einen Makel, der stirbt so. Das ist ziemlich endlich. Also alles, nichts muss so, aber das. Sterben ist auf jeden Fall drin. Und ist das vielleicht die Fantasie? Geht das vielleicht in diese Richtung, sich sozusagen deswegen eine Kopie von sich zu schaffen, weil sie das Versprechen beinhaltet, ja auch unsterblich sein zu können irgendwann? Weil man sich dann einfach sozusagen immer in den nächsten Körper hineintransferiert? Klar, also sehe ich jetzt in dem Film, also gut, man könnte sich fragen, warum man überhaupt diese Idee verfolgt, auch als Geschichtenerzähler, Filmerzähler, sage ich jetzt mal. Aber da wäre ja eher so Ghost in the Shell, den du übrigens, fällt mir auch gerade auf, der Animationsfilm auch nicht hast, wo es ja wirklich darum geht, dass man seinen Geist transferiert in diesen Körper. So. Und das ist ja bei den anderen Sachen, also bei Blade Runner jetzt nicht unbedingt so, dass das irgendwie verfolgt wird. Ja, komischerweise auch gar nicht mehr so in, also gut, Ghost in the Shell wurde jetzt nochmal verfilmt, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, aber sonst habe ich das jetzt auch nicht nochmal so gesehen gehabt, sozusagen diese Ausflucht in der Unsterblichkeit, weil der Körper eben nicht so lange hält, transferieren wir den Geist irgendwo hin. Das ist für mich tatsächlich auch das spannendste Thema, gerade wenn man so blickt auf zukünftige Entwicklungen in diesem Genre, dann ist tatsächlich dieses Thema Update des menschlichen Körpers für mich eigentlich das Zentrale aktuell. Und nicht so sehr, okay, welche gesellschaftlichen Probleme müssen wir jetzt behandeln, wie das andere Filme gemacht haben, die eher ein Spiel ihrer Zeit waren, sondern tatsächlich, wie kann der eigene menschliche Körper jetzt hier tatsächlich ja das Update erfahren, das sonst immer nur der Technik oblag in den Science-Fiction-Filmen. Ja, es ist ja so eine, also ist jetzt sehr platte, ich mach das mal, vielleicht kommen wir da ja noch ein bisschen in die Tiefe. Also wenn das jetzt diese egoistische Ellenbogengesellschaft ist, in der jeder vor allem an sich selber denkt, in der Sicherheit immer aus der Perspektive, was sichert mich ab, so wie hoch kann meine Mauer von meinem Grundstück noch sein oder von meinem Bundesland oder meinem Staat, was auch immer, ne, was alle die Fantasien so sind, damit bitte sich möglichst nichts, am besten nach dem Motto, ja, ich glaube, uns geht's ganz schön gut und wir hätten gern, dass das jetzt so bleibt. Das muss jetzt abgesichert werden, so, ne? Und ja, und wenn der Körper mit der Zeit nachlässt, dann brauche ich irgendwas, dass das nicht so nachlässt, dass das länger so bleibt. Also wie so ein, alle wollen sozusagen ihr jugendliches Ich für immer bewahren und gegen alle Umstände von außen irgendwie absichern. Mein Gedanke gerade. Also im Sinne von, was ist denn, wenn du sagst, ne, die Filme sind Spiegel ihrer Zeit und ich versuche das zum Beispiel gerade auf Blade Runner 2049 dann mal zu übertragen. Ne? Also, ja. Ist der ein bisschen mehr Spiegel unserer aktuellen Gegenwart, nur in die Zukunft geschaut? Was macht der anders als der erste Blade Runner? Es geht auf jeden Fall viel um die Beziehungen dort auch, ne? zu diesem Hologramm. Aber ich finde auch, was so, also ich meine, damit fängt der Film ja an, ist sozusagen das große Ganze zu sehen und sich selber als nicht eher gegenläufig sozusagen, sich selber nicht so wichtig zu sehen oder sozusagen sich auch zu opfern und sich für was hinzugeben, was der großen Sache dient. Okay, das kann man aber auch in jedem Superheldenfilm vielleicht irgendwie sehen. Aber darum geht es ja sozusagen, dass unser Protagonist erst sozusagen aufgeht in der Idee, dass er was Besonderes ist, dass er dieses Kind ist aus dieser Liaison-Beziehung. Und das ihn ganz doll motiviert, weil dann ist er auch besonders sozusagen. Er ist dann kein Replikant mehr oder er ist ein ganz besonderer Replikant. So. Und dann in seinem Fortschreiten dann merkt,
ach nee, es ist doch nicht so. Und dann wie gebrochen ist, also wie gar keine Motivation mehr hat, weiterzumachen, weil das ist ja das, was ihn jetzt als Individuum irgendwie ausgezeichnet hätte. Und dann aber zu erkennen, nee, es ist total sinnvoll, diesem anderen Menschen, also die Person, die tatsächlich sozusagen das Produkt ist aus einem Replikanten und einem, weiß ich nicht, Replikanten und Menschen, dem die Möglichkeit zu geben, weiterzuleben oder die Hoffnung quasi für alle anderen zu sein, die eben kein eigenes Leben haben oder kein Individuum für sich sind, sozusagen, und sich dann dafür mehr oder weniger zu opfern. Also das, die Individualität aufzugeben oder ja. Zu ja, sehr passend für einen Gesprächspodcast. Ich werde jetzt gerade sehr nachdenklich. Ich auch. Ich musste gerade noch über diese Beziehungsunfähigkeit auch nachdenken, die in diesem Film eine wichtige Rolle spielt. Er versucht eine Beziehung aufzubauen zu seinem vermeintlichen Vater Harrison Ford, also Decker, aber auch zu dieser, wir würden heute sagen, Siri-Sprachassistentin, zu diesem Hologramm, genau. Und es ist so ein Vortasten, so ein Testen, funktioniert das, kann sich da sowas entwickeln wie Liebe? Und er ist ja, glaube ich, dann letztlich auch gebrochen, weil er feststellt, ich bin hier, glaube ich, eine Werbelüge aufgesessen. Und er schafft es nicht, hier eine ordentliche, vernünftige Beziehung quasi aufzubauen und sich darin wohlzufühlen. Und ist dadurch dann auch unglaublich melancholisch. Traurig. Jetzt überlege gerade, also ich habe das ja bei so einer Erinnerung, dass diese künstliche Frau, dass die hat ja doch auch ein eigenes Bewusstsein, oder? Also, also würde ich auch sagen. Also zumindest eigene Erinnerungen. Naja, gut, ist die Frage. Also aber sie opfert sich ja auch sozusagen. Ja, ja. Sie geht ja so weit, dass sie mit ihm mit dabei, du meinst ja Joy. Ja, ja, richtig. Genau. Dass sie mit ihm mit dabei sein möchte und er sie sozusagen nur auf seinem mobilen Gerät, Device ist sozusagen und klar ist, dass sie sozusagen kein Backup mehr irgendwo noch hat und wenn das kaputt geht, ist sie weg quasi, was ja auch wie ein großes Opfer wirkt, ja. Was sie da... Bei mir wird gerade klar, ich habe mich eigentlich bei Joy ähnlich gefühlt wie bei Rachel, wenn mir bei Rachel klar wird, ihr Leben wird wohl so endlich sein wie das ihrer Replikantenkollegen, also so früh enden und dann genauso, oh Joy, also die wie so der kleine Fehler im System, ja sie ist eigentlich dieses Werbeprodukt so, das einfach nur die niederen Instinkte befriedigen soll, aber hey, ja, wir haben da leider ein bisschen zu viel künstliche Intelligenz reinprogrammiert. Es hat sich selbst wahrgenommen und ist selbst, ja, also es ist tragisch, wenn sie ausgeknipst wird, ne? Ausgetrampelt. Ausgetreten. Ja, auch die Frage, was ist eigentlich noch eine echte Emotion? Oh, weil ja. Du danach ja. gefragt ja. hast, Spiegel der Zeit. Ja. Oh ja, das ist schön, ja. Wenn wir dann halt reinschauen in unter... Also wenn man es jetzt wirklich groß fassen möchte, ja. In unserer Unterhaltungsgesellschaft und wir hetzen sozusagen von einem Event zum allernächsten, berührt natürlich dieser Film auch die Frage, was ist tatsächlich noch echt, wo fühle ich mich so 100% vorhanden? Ja, das finde ich eine sehr angemessene Frage dieser Zeit. Und ich merke ja, dass sozusagen, ich frage mich manchmal, ist das jetzt schon, ich bin 36, fange ich schon an, in diesen Opa-Modus zu kommen, auf die Instagram-Accounts von Jugendlichen zu gucken und zu denken, na, was machen die denn da? Und das kann man ja wohl nicht machen. So. Ja, also ich merke, dass ich da sozusagen an eine Grenze stoße, weil das nicht so viel mit meiner Form, mich sozusagen zu veröffentlichen, zu tun hat. Obwohl ich eigentlich dort auch nur Dinge sehe, die ich in meiner Jugend genauso gemacht habe. Aber natürlich denke ich mir, das war aber anders, weil es war nicht so öffentlich und ich habe nicht darauf gewartet, dass einer Like klickt. Aber natürlich wollte ich damals auch wahrgenommen werden. Also das Problem ist natürlich, dass man, also es fühlt sich halt aus meiner Sicht oft so an, man kann sich quasi Aufmerksamkeit kann man sich ja jetzt simulieren. So. Also es ist ja... Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Datingportale so funktionieren, dass die quasi botgesteuert die Aufmerksamkeit sozusagen der Menschen, die da sozusagen nach Kontakten suchen, sozusagen immer genau auf dem Level halten, dass sie auch den nächsten Monatsbeitrag noch bezahlen. Also ab und zu mal eine interessante Chat-Nachricht irgendwie bei ihnen ankommt, obwohl es die Menschen dahinter vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Und vielleicht ist das sogar gar nicht mehr so wichtig, dass es die Menschen dahinter gibt. Es braucht einfach nur ab und zu das Gefühl, dass dir einer mal so auf die Schulter tätschelt und sagt, du bist auch wichtig. So. Also das finde ich natürlich sehr traurig, aber so kommt mir das manchmal vor. So kommen mir manchmal die Extreme von öffentlichen Leben in sozialen Medien vor, dass ich denke, ja, das ist sozusagen wie so eine, ja, Facebook kümmert sich um dich, dass es dir gut geht und dass du auch morgen noch auf irgendwas neugierig bist, also die nächste Nachricht. Und die dahinterstehende Frage ist natürlich, ist das schlimm?
Also ist es schlimm, wenn der Schiffgott mir da irgendwas vorschlägt, was er wahrscheinlich nicht so meint. Wir können über verschiedene Beziehungen reden, die ich mal geführt habe, wo ich auch den Eindruck hatte, naja, ob die das wirklich ernst meint, habe ich nicht den Eindruck. Und nun übertragen dann auf irgendwelche künstlichen Intelligenzen, kann man natürlich auch die Frage stellen, ist auch gar nicht so schlimm, wenn man sich in bestimmten Punkten auch mal ein bisschen anflunkern lässt. Tun wir Menschen ja untereinander auf jeden Fall auch, oder manchmal wollen wir. Also hier laufen ja ganz schön viele schlaue Menschen rum, hier gibt es Vorträge, in denen schlaue Dinge gesagt werden und mir geht gerade ein Satz nicht aus dem Kopf, ich kriege nicht mehr so ganz zusammen, der tauchte auf aus einem Vortrag von ein paar Jahren, der war in der All Creatures Welcome Rohschnitt-Vorführung, gestern tauchte der auf, der Satz, Frage ist, warum lassen wir uns das eigentlich so gefallen, so, dass wir sozusagen immer mehr so zum Spielball von Konzernen werden, ne, wie Facebook, Amazon, Google, die sozusagen unsere Algorithmen dafür nutzen, dass wir denken, alles ist gut so, ne, wir haben alles, was wir brauchen, aber eigentlich ist das ganz schön virtuell und ganz schön simuliert. Und wir sind ganz schön abhängig davon, dass es sozusagen den nächsten Reiz, dass er uns nach Hause geliefert wird oder auf den Bildschirm gezaubert wird. Warum lassen wir uns das so gefallen? Da war so die Vermutung, könnte ja sein, dass sozusagen es durchaus eine kritische Masse geben würde in der Gesellschaft, die sagen würde, nee, wollen wir nicht mehr, aber die ist sozusagen sediert, ja, also vielleicht ganz konkret am Beispiel von also immer intensiver wirkenden Mitteln gegen Depressionen, die sozusagen dich sozusagen wirklich emotional so weit runterfahren, dass du nicht mehr auf die Idee kommst, Revolution auch nur in den Mund zu nehmen. Also vielleicht ist das ja auch das. Vielleicht sind wir ja auch sediert von bestimmten Online-Medien und also auch wirklich, weil wir das wollen. Also ich glaube, der große Unterschied ist, was man vielleicht mal gedacht hat, irgendwie der Überwachungsstaat sozusagen, der sich uns aufdrängt. Also wir holen uns den ja sozusagen bewusst ins Haus. Also die nächste Stufe mit irgendwelchen dauerlauschenden Lautsprechern im Wohnzimmer ist mir total fremd, aber ich verstehe, dass das passiert. Und also die Frage ist, das ist keine Frage. Also das ist eigentlich nur der Gedanke. Ich finde total. Also ich merke gerade so, mir ist das alles viel zu nah. Mir fehlt so, weil ich da selber ja drin stecke, der Abstand, was ja sozusagen das Schöne immer im Science Fiction ist, sowohl in der Literatur als auch im Film. Und dieser Blick darauf ist eigentlich immer ganz schön. Also und ich muss jetzt immer so ein bisschen an Matrix denken, ne? Also, dass die sagen, es hat nicht funktioniert, dass alle glücklich waren. Wir mussten die irgendwie auch noch so ein bester Satz ist. eine gewisse Unglücklichkeit oder Stress oder weiß ich nicht mit reindrücken. Und dann war es so, dass ich letztens, das fand ich sehr spannend, war ich so ein bisschen auf der Suche, ich mache es immer ein bisschen knapper, auf der Suche nach einem Job und bin dann auf einer Seite von einem Arbeitgeber gelandet und diese Seite war unglaublich, es ging um ein Fitnessband und die Animationen haben sich gedreht und es ging immer um dieses Fitnessband, wie geil das ist und was es alles kann und es zeichnet alles auf und bla bla bla. Und dann musste ich irgendwie an Schöne neue Welt denken oder so, das habe ich jetzt auch öfter mal so in den Medien gehört, ja, es ist unglaublich so, vor 20, 30 Jahren gab es Filme oder Bücher, die einen das schon gezeigt haben und während man das gelesen hat, hat man gedacht, die Menschen der Zukunft, sind sie so doof, lassen sich so an der Nase rumführen, da ist jetzt so ein geiles Ding, was jetzt irgendwas kann und dann kaufen sich das alle und eigentlich ist doch total klar, dass es eigentlich nur überwacht, ne? Und genau das passiert jetzt gerade so. Das ist einfach so schön, das kann so tolle, positive Sachen machen irgendwie und du kaufst es und es ist so leicht, sozusagen diese ganzen Geräte irgendwie zu verteilen und die Leute machen es freiwillig so und schon haben wir die Mikrofone überall. Also es ist schon... Das ist auch nicht mehr so wichtig, ob du das doof findest und nicht mitmachst. Du sitzt schon längst in den Wohnzimmern rum, in den Dinger. Ich habe vergessen, ob das Ding jetzt gerade die ganze Zeit zugehört hat. Mit Sicherheit. Alexa, zeichnest du auf? Oh ja, genau. Und alle anderen Geräte gerade, oh nein. Ja. Aber spannend sind ja auch die Sachen, die eigentlich noch unaufgelöst sind, die noch nicht eingeführt waren, aber die ganze Zeit in jedem Science-Fiction-Film auftauchen, zum Beispiel meine fliegenden Autos. Die wünsche ich mir so sehr. das fünfte Element beispielsweise, ich sehe sie, bekomme sie aber nicht. Nicht mal das Elektroauto haben wir so richtig geschafft, so ein bisschen. Wartet noch ob der richtigen Masseneinführung. Und das ist so ein Traum, wo ich mir sage, okay, Science-Fiction-Filme ab den 50ern zeigen mir das. Ich hoffe, dass es jetzt bald irgendwann kommt. Das ist vielleicht schon genau, das würde ich jetzt auch nochmal überlegen, was habe ich mir eigentlich schon, was wollte ich auch, dass es wirklich mal wahr wird? Ich würde aber kurz mal nochmal nachfragen wollen, gerade weil du das fünfte Element als Beispiel genommen hast. Ich finde ja immer, dass das nicht so reizvoll aussieht und ganz schön gefährlich und chaotisch, wenn die Dinger auch noch fliegen können. Was wäre für dich das Reizvolle? Ist das eine Frage der Geschwindigkeit? Oder was,
Naja, in dem Film, man kann es natürlich auf so einer philosophischen Ebene betrachten, ist ja schon klar, gerade wenn man mit diesem fliegenden Auto ganz nach unten zur Stadt fährt, ja, das ist ja dann wieder dreckig und schmutzig, ja, ja, ist dafür wieder ein Symbol für diese unterschiedlichen sozialen Abstufungen. Aber letztlich, klar, wer möchte kein fliegendes Auto haben? Gerade um mal die Eltern damit zu beeindrucken, ist doch Wahnsinn. Also Traum vom Fliegen bin ich auf jeden Fall dabei, und es gibt einen Traum, den ich also wirklich sehr gerne real hätte, den ich aber auch wirklich nur als Dystopie kenne. Ich denke da gerade an die Fliege und die Teleporter, die da so grandios nach hinten losgehen. Aber dieser Gedanke, das ist doch fantastisch. Also mich quasi genauso, wie wir die Bits und Bytes durch die Leitung schicken, einpacken zu lassen und dann zack nach wo auch immer hin. Großartig. Also das fehlt mir noch so ein bisschen. Maria, was? Ja, ich habe bei mir ploppt gleich wieder so eine philosophische Frage auf. Bist es denn noch du, wenn du einmal auseinandergebaut wurdest und wieder zusammengebaut wurdest? Und was, wenn die Fliege noch gleichzeitig im Teleporter war? Dann? Dann haben wir ein Problem. Ja. Ach, weiß ich auch nicht. Ja, fliegende Autos irgendwie. Lichtschwerter. Gibt's irgendwas in der Zukunft, was geil ist? Es gibt ja keine, ja, optimistischen Zukunft. Das kann ich so sagen. Das war der Fliegen dystopische auf Erden. Tisch, ja. Essen für alle, keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Ja, also weil dann würde ich nämlich jetzt, glaube ich, auch sozusagen das Ende hier einleiten. Gibt es irgendwas, was jetzt, wo ihr gerade noch gedacht habt, na Moment, ich wollte aber jetzt noch unbedingt das noch mit reinschmeißen, das muss noch gesagt sein in diesen wertvollen letzten Minuten unserer Live-Sendung? Ich wünsche mir mehr utopische Science-Fiction-Filme tatsächlich. Ich habe jetzt genug mit Dystopien, reicht jetzt. Ich fühle mich schlecht. Ich muss mal wieder ein bisschen motiviert werden und hoffe, dass das eine Weiterentwicklung des Genres ist. Ja, also das, bei mir ist das tatsächlich jetzt auch gerade ausgelöst worden, nochmal sehr neugierig in die Filmgeschichte zu gucken. Die sind da alle da. Wir haben sie aus irgendwelchen Gründen nicht gesehen. Wir haben ein paar Hörer dort am Hörertisch so. Keiner ist aufgesprungen und hat an unseren Schultern gezählt. Sagt, ihr müsst doch an den Film jetzt denken. Es gibt sie bestimmt. Und ich, ja, also ich mal gucken. Wir machen ja auch noch in Zukunft viele Folgen bei der Wiederaufführung. Da gibt es vielleicht auch sowas nochmal. Maria, schön, dass du da warst. Ja, was machst du als nächstes jetzt hier? Mit dir, ja, und deiner Frau zum Workshop gehen, und wir werden LED-Sachen zusammen basteln und löten. Das ist für mich schon Utopie, ehrlich gesagt. Also, weil von jetzt aus gesehen weiß ich nicht, ob das klappt, aber ich bin optimistisch. Wie geht's bei dir weiter, Erik? Ich habe gerade gesehen, um 18.30 Uhr schaltet sich Edward Snowden zu, ja, der große Messias. Wir schauen mal rein, was gesagt wird. Ob und, das mit Optimismus zu tun hat, weiß ich noch nicht. Ob das mit Optimismus zu tun hat, weiß ich auch nicht. Ja, das ist Dystopie, wirklich. Ja, gut, ja. Ja, ich habe jetzt auch keine anderen Veranstaltungstipps. Außerdem, dass jetzt um 16 Uhr hier die ABC-Holics ihre S2-Folge D machen. Ich weiß nicht. Ich höre mir das später bestimmt noch an. Und liebe Leute, die jetzt also wirklich gerade live eingeschaltet haben, das Sendezentrum bietet hier Podcastern wie mir und vielen anderen einfach diesen Tisch an. Man durfte sich hier einfach dazusetzen, sich eine Zeit aussuchen und anfangen zu senden. Und das kann auch sozusagen, auch wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ja, da hätte ich doch auch noch was zu sagen, dann nutzt das hier. Man muss hier technisch gar nichts wissen. Man wird super unterstützt. Vielen Dank auch an Jonas für die technische Begleitung hier. Und dann geht selber hier auf Sendung und hört auf jeden Fall weiter hier diesem Stream zu. Heute, morgen und übermorgen gibt es noch weitere Sendungen. Also, auf Wiederhören. Ciao. Ciao.